gemacht oder auch. Hey, Madame, finden Sie, wir sehen aus wie Randalier? Nein, das habe ich so nicht gemeint. Was sehen wir denn Ihrer Meinung nach aus, Madame? Ich weiß nicht. Wieso steigen Sie da nicht aus Ihrem Auto aus? Wir sind hier nicht in Tuareg. Nein, hören Sie, wir müssen weiter. Wir haben nicht Ach ja, viel Zeit. Sie müssen weiter? Sie suchen was? Was zum Beispiel? Was heißt es, womit Sie die Leute aufgeilen können? So was Hammermäßiges? Das ist aber nicht ganz klar. Ich will die Kamera und eure dämliche Kamera drauf zu halten, ihr Wichser. Kommt runter, ihr Wichser, dann zeige ich euch, wo es lang geht. Macht, dass ihr wegkommt. Du bist jetzt in Tuareg, kapiert? Diese Wichser. Mann, scheiße, diese Schweine sollte man einfrieren. Also echt, kannst du mir mal sagen, was die Schlampe wollte? Was ist denn das eigentlich, Tuareg? Das ist ein Zoo, wo man mit dem Auto durchfährt. Tuareg? Ach so, die Scheiße. Öffne uns dein Telefon. Nee, was wollt ihr denn? Wollt mich besuchen, Alter? Nein, habe ich gesagt. Nein! Ich habe jetzt keinen Bock auf Besuch. Hast du was auf dem Kopf oder ist das ein Ausschlag? Mensch, lass mich doch in Ruhe! Ist der Sommer schon einfach mal so, wie es geht. Verwendet dich aus, ist ja wohl meine Sache, ihr Stinker. Typisch, er fällt mal wieder bis mittags. Ist jetzt mit dem Ding auf dem Kopf ein Film? Hey, Dati, was ist denn das hier für eine lächerliche Scheißkiste? Was ist? Man nimm dir doch deine blöde Hose. Du solltest dir echt mal eine bessere Glotze klauen. Der Eimer ist ja uralt. Dann wächst mich nicht an. Geh dir doch selber einklauen. Dati, ich bin gestern bei dir vorbeigekommen, aber du warst nicht da. Ich hab deine Kohle nicht. Ich hab deine Kohle im Moment einfach nicht. Was? Weißt du denn nicht, was passiert ist, oder was? Hey, Said, Said, guck mal, das musst du dir ansehen. Bitte, bitte, guck dir an, was deine Kumpels fertiggebracht haben in ihrem Größenwahn. Na, was denn, was denn? Mann, ach, du, diese Penner sind ja voll ab. Sind ja total drauf. Ja, ja, wenn böse Kinder spielen. Diese Chaoten. Die sind ja voll fertig. Das war Alis Bruder, du bist doch sein Kumpel, oder? Ja, na und? Was heißt da na und? Gib mir seine Adresse, aber das ist doch wohl nicht möglich. Sieh dir doch an, was der Penner mit meinem Wagen gemacht hat. Ich frag dich, ob du gesehen hast, was er mit meinem Wagen gemacht hat. Guck dir an, los, guck dir an. Nein, lass das, stell's wieder hin. Was hast du denn richtig? 50.000 Frauen habe ich da unten Dati verloren. 50.000 Frauen, Dati, kannst du mir mal sagen, wie ich hier arbeiten soll? Es ist nur ein Auto, es ist nur ein Auto. Ist doch nur ein Auto. Na los, drück endlich meine Kohle raus. Sag mal, spinnst du ein bisschen oder was? Okay, war nicht so gemein. Das ist alles, was ich habe. Damit muss ich mein Geld verdienen. Ja, ist ja gut, ich kenn dich ab. Hörst du denn nicht, einer von uns? Soll das mal sein? Echt, einer von uns liegt im Krankenhaus und du regst dich wegen deiner Karre auf. Was ist denn hier einer von uns? Mein Problem, das ist da draußen. Echt, du kotzt mich wirklich an, Mann. Ich hatte nichts anderes als das Auto. Das sind 50.000 Frauen. Hey, pass mal auf. Mir scheißegal, mein Problem ist und bleibt mein Auto. Ja, sein Problem ist sein Auto. Mal ruhig, Klappe halten, die zeigen. Scheiße, jetzt flippt die Antenne aus. Na bravo, klasse. Lass den nochmal richtig ein. Ja, Sekunde, ich mach schon, siehst du doch. Hey, guck mal, das ist doch David, oder? Das war wirklich David. Nee, Scheiße, ich war direkt neben ihm und trotzdem haben die mich nicht gefilmt. Ja, die Klappe, halt die Klappe. Na los, stell's richtig ein, man sieht ja gar nichts. Ja, was soll ich denn machen? Das Teil ist einfach scheiße. Wie hat der Spinner es bloß geschafft, gefilmt zu werden, ne? Echt, weiß ich auch nicht. Hey, los, los, ich brauche jetzt meine Kohle. Ich will jetzt mein Geld haben. Ich hab deine Kohle nicht. Asterix hat deine Kohle, kapiert. Na los, dann hoch mit deinem Arsch, ich will meine Jacke. Ja, jetzt ab, du Stinker. Ja, hau ab, ihr müsstet euch doch eigentlich freuen. Ein Bulle hat doch seine Wumme bei uns im Viertel verloren. Hä? Ich hoffe, dass der Kerl, der sie findet, in der Stadt ein bisschen Terror macht, nicht immer nur bei uns. Darauf kannst du dich verlassen, die Wohnsöhne werden fertig gemacht. Hey, was ist denn los? Was macht ihr denn noch? Kommt ihr ab, oder was? Said, kennst du eigentlich diese Sendung, wo man Leute in die Falle lockt? Weißt du, irgend so ein berühmter Typ soll auf jeden Fall vor versteckter Kamera verarscht werden. Und sein Kumpel, der das weiß, hat zusammen mit den Typen von der versteckten Kamera einen Hinterhalt organisiert. Und der berühmte Typ soll denken, dass er in eine Falle getappt ist. Also dieser berühmte Typ geht jeden Tag im selben Restaurant essen. Und der ist sicher, dass er, wenn überhaupt, bestimmt im Restaurant verarscht wird. Die anderen haben es aber so gedeichselt, dass sie so tun, als wären sie gerade dabei, ihn zu verarschen. Also sie lassen den Typen merken, dass da was im Gange ist. Er entdeckt die Kamera hinter einem Spiegel, sieht draußen den Übertragungswagen und sein Kumpel benimmt sich irgendwie komisch. Naja, und da denkt dieser berühmte Typ, dass man ihn jetzt in die Falle gelockt hat. Er tut so, als würde er mitmachen, weil er glaubt, dass er sie reinlegen kann. Kannst du mir folgen? Aber das Schärfste ist, dass es gar keine Falle gibt. Der Typ flippt völlig aus, weil er denkt, dass gleich der Teufel los ist. Aber die anderen haben gar nichts vorbereitet. Die filmen ihn einfach nur dabei, wie er voll abschwitzend auf den Ärger wartet. Ja, und dann sieht man den Typen. Mann, jetzt hör mal auf damit, Said! Das weiß doch gar nicht. Wer denn dann, du Nervsack? Jedenfalls, dieser berühmte K, den sieht man so richtig tierisch abschwitzen. Aber er tut so, als ob er nichts merkt und als wäre er super cool. Und jedes Mal, wenn der Kellner bei ihm vorbeikommt, ist er auf das Allerschlimmste gefasst. Und dann steht irgendwann so ein Karl auf und geht zu dem berühmten Typen, weil er ein Autogramm haben will. Und der berühmte Typ denkt, das wäre jetzt natürlich die Falle. Und der geht voll ab und fängt voll an, irgendeine Scheiße zu labern. Und der Typ mit dem Autogramm versteht überhaupt nicht, was los ist. Und der wird langsam sauer. Und dann gehen sie aufeinander los. Weil der berühmte Typ ja denkt, dass alles getürkt ist, rastet er einfach voll aus. Die Jungs von der versteckten Kamera haben die beiden Idioten dann getrennt. Das war vielleicht eine Mordschlägerei, echt tödlich. Tja, na und? Klasse. Das war's, die Geschichte ist zu Ende. Und wer war dieser berühmte Kerl? Ich weiß nur noch, dass er berühmt war. Ich kann mich nicht erinnern. Hm.
Mann, das stinkt nach Ärger. Also, ich hau ab. Rache ist wie eine süße Frucht. Nein, war ein Scherz. Das war der Bruder von Abdel. Der hat eine echte Pumpgun. Die sind super gut drauf. Das wäre eine Scheiße. Wollen wir Abdel nicht mal im Krankenhaus besuchen? Ich will euch vorher noch was zeigen. Na Jungs, sieht das Teil nicht einfach schweinegeil aus? Nimm sie mal, Hubert. Ja, schweinegeiles Teil. Und, was willst du damit machen? Hey, lass das, Hubert. Was willst du denn damit machen? Erstmal abwarten, ob Abdel stirbt. Warte, ich bin dran. Willst du etwa einen Bullen abknallen? Kennst du ein anderes Mittel, sich Respekt zu verschaffen? Und du denkst, einen Bullen zu killen, bringt dir Respekt ein? Respekt? Da bin ich mir nicht sicher, aber es gleicht die Bilanz wieder aus. Wenn du eine Knarre wolltest, wieso hast du mich nicht gefragt? Aber die ist doch was anderes. Du glaubst wohl, du hast eine Mission zu erfüllen. Was denn? Was für eine Mission? Ich habe die Knarre bloß gefunden, das ist alles. Hör auf, mir auf die Nerven zu gehen. Und wird das Abdel etwa helfen? Abdel weiß ich nicht, aber uns schon. Was sollen die Pisse? Du bist wirklich eine feige Sau. Und du wirst einen riesen Ärger kriegen, Vince. Ich tue, was ich tun muss. Was du machst, ist mir egal. Ich will keinen Stress, klar? Ist ja okay. Brauchst mir ja nicht zuhören. Verschwinde endlich. Blöd Arsch. Jedenfalls bist du mit der Wumme der König des ganzen Viertels. Hey, Hubert, warte auf mich. Oh. Verdammte Kacke. Was machst du denn da? Musst du erst mal abkacken? Nee, Alter, du schaffst es nicht, dass ich mir in die Hosen scheiße. Bitte um Entschuldigung, aber ihr dürft hier nicht rein, Jungs. Lass uns vorbei, wir wollen Abdel besuchen. Nein, nein, das verstehe ich ja, aber es tut mir leid, ich habe den Befehl, niemanden reinzulassen. Das ist ein Freund von uns. Nur zwei Minuten, dann geht's. Ja, verstehe schon, ja, ja. Nein, 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 ich verstehe ihn natürlich, aber die Ärzte werden euch sowieso nicht zu ihm lassen. Er liegt noch im Koma, es tut mir leid. Aber wenn wir doch sagen, dass wir seine Freunde sind, wir machen keinen Ärger. Ich darf euch nicht reinlassen, sonst werden die mich feuern. Dann gehorch doch deinen Chefs, hast ja sowieso nichts Besseres zu tun. Also bitte lasst uns nicht schon wieder damit anfangen. Die Familie ist da und die wollen doch ihr Bedürfnis nach Ruhe respektieren. Ich bitte euch. Diese Ruhe, Scheiße. Willst du mich abknallen? Ja, na bitte, bitte, dann hol doch deine scheiß Bullenwumme raus. Na los, schieß doch, Bulle. Mann, jetzt lass ihn doch richtig in Ruhe. Das Letzte, das ist alles typisch für euch. Ja, ist doch okay. Mann, wir sind extra hergekommen, um unseren Freund zu besuchen. Wir wollen unseren Freund Abdel hier besuchen. Nein, nein, ich hab sie doch schon gesagt. Du Mensch, halt die Klappe. Du doch mal geschnappt. Was ist das? Ey, was war schaff die beiden Hörner weg. Ich kenne die zwei. Die jungen Leute haben angefangen, Ärger zu machen. Da habe ich den Anführer verhaften lassen. Er hat überhaupt nichts gemacht. Der Anführer ist verhaftet. Der Anführer? Blöder Nigger. Was für ein Schwachsinn. Nach der ganzen Scheiße müsst ihr euch auch noch mit denen anlegen und uns darauf bestehen, da reinzukommen? Die Typen da haben nur...
Was für ein Schwachsinn. Nach der ganzen Scheiße müsst ihr euch auch noch mit denen anlegen und uns darauf bestehen, da reinzukommen? Die Typen da haben nur ihren Job gemacht. Ach ja, bei Abdel wohl auch, was? Mann, halt die Fresse, du gehst mir schon lange auf die Nerven, du Idiot. Halt endlich deine dämliche Klappe. Halt du doch die Fresse, halt du sollst die anständig Fresse. Mit mir reden, kapiert? Du sollst anständig mit mir reden, hast du kapiert? Nicht, du sollst die Fresse halten. Was erzählst du da überhaupt für einen Scheiß? Du hast doch keine Ahnung. Aber du hast Ahnung, ja? Ach, jetzt ist schon auf zu nerven, du Kanalratte. Ey, beschimpf mich nicht, okay? Und du quatsch mich nicht dämlich an, okay? Die Schweine, die Abdel verprügelt haben, werden verurteilt. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, ja, schöner Traum, toll. Die Kollegen da oben, die sind nur da, um Abdel und seine Familie zu beschützen. Vollidiot. Jedes Mal fängst du wieder mit der gleichen Scheiße an. Dummes Arschloch. Du begreifst das einfach nicht. Die Bullen da oben sind nur da, um Abdel und seine Familie zu beschützen. Das ist alles. Die Mehrheit der Bullen ist nicht dazu da, euch zu verprügeln, sondern zu beschützen. Ja, und wer beschützt uns dann vor dem Rest? Und lass dich nicht nochmal erwischen. Du hättest Schauspieler werden sollen. Pass auf, was du sagst, Kleiner! Kannst du denn nie deine Klappe halten, du kleiner Vollkarte? Ja, ist ja schon gut, mach mich nicht an. Jetzt hör mal genau zu, wenn du mich das nächste Mal von meinem Kollegen wie einen Idioten dastehen lässt, werde ich deinen Araberarsch ins Hauptrevier überstellen lassen, bis dein Bruder dich abholt. Hast du mich verstanden? Ich hab dich um nichts gebeten. Das habe ich nicht für dich getan, sondern für deinen Bruder. Ich möchte nämlich nicht, dass er dich in Stücke schneidet. Du bist ein Arsch. Ich hab das gerade von deiner Boxhalle gehört. Vielleicht kann ich dir ein paar Subventionen besorgen. Ich bin sicher, du kriegst eine andere Turnhalle. Das mache ich nicht mehr. Guck sie dir doch an. Die haben keine Lust mehr, auf Sandsäcke zu dreschen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Vor ein paar Jahren noch war ein Dialog mit ihnen möglich, aber was ist jetzt? Bei mir geht's ja noch. Mich kennen sie ja schon lange. Aber stell dir mal einen jungen Polizisten vor, der voll guter Absichten anfängt. Der hält doch keinen Monat durch. Ach, aber auf dem Kommissariat hält nicht mal eine Stunde durch. Mach's gut, ich muss jetzt gehen. Versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, genau. Versuchen wir's. Du blöder Wichser, lass deine dämlichen Sprüche gefälligst. Hast du ja, verstanden, klar, ja? Absolut, hab verstanden. Du gibst dem Arschloch die Hand? Na und, na klar gebe ich ihm die Hand. Zu mir war er immer ach, korrekt. Hör auf, das ist ein Bulle, den gibt man nicht die Hand. So einfach ist das. Na los, dann schieß doch auf ihn, wenn du Bock drauf hast. Aber ich gebe ihm die Hand, solange er lebt. Du bist echt blöd, wenn es um sowas geht. Und du bist bescheuert, verstehst du? Um mich brauchst du dir keine nein, Sorgen zu machen. Ich ja nicht, ich hab's gewusst. Ich wusste, dass du sie hast. Du warst schon im Krankenhaus, so komm ich drauf. Zeig doch mal her. Ja, auf, mal sehen. Ruhig. Mensch, jetzt habt ihr nicht so, komm, gib doch mal her. Mich nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Du hast uns nicht mal vorgewarnt. Ich dachte, du wolltest nichts mehr davon hören. Mensch, ich dachte wirklich nicht, dass du so blöd bist, sie mitzunehmen. Vergiss es, ich bin großer Junge. Willst du mir eine Moralpredigt halten? Ich halte keine Moralpredigt. Ich schlag dir! Keine Ahnung, was mit Hubert im Moment los ist. Ja, vergiss es, der Pisser denkt einfach zu viel nach. Wo ist Mama? Lies das mal und sag mir, ob du das verstehst. Ich habe keine Zeit, lass mich. Und, was ist? Ich habe wirklich keine Zeit, ehrlich. Und was bedeutet aber ich habe keine das? Zeit und ich weiß es auch nicht. Du weißt ja nie was. Okay, ich weiß nie was. Bonjour, Maman. Salut.
Wie geht's dem kleinen Bruder? Ach, dem geht's gut. Aber dein Bruder im Knast scheint wohl irgendwelche Schwierigkeiten zu haben. Hat Max schon wieder was ausgefressen? Er hat geschrieben, dass er ein paar Schulbücher braucht. Was will er damit? Was weiß ich. Ich glaube, er will die Zeit nutzen, um sein Abitur nachzumachen. Er will das Abitur machen und hat nicht mal die Grundschule gepackt. Fass meine Kochtöpfe nicht an. Ich habe gar nichts gemacht. Jedenfalls sind Schulbücher so teuer, dass ich nicht weiß, wie das gehen soll. Ach ja. Ich habe das Geld für das Gas. Und die Maschine? Was denn für eine Maschine? Was heißt das, was für eine Maschine? Hast du dich nicht wegen meiner neuen Nähmaschine erkundigt? Ach du Scheiße, ich habe vollkommen vergessen, Dati danach zu fragen. Du weißt doch, dass die hier sicher bald den Geist aufgibt. Partout, mach deine Hausaufgaben in deinem Zimmer. Mama! Und keine Diskussion, bitte. Wer ist dieser Dati? Ist das der Dealer vom Turm B? Nein, der vom Turm D. Von dem habe ich noch nie gehört. Meinst du, dass er vielleicht Bücher für uns hat? Maman, der ist kein Buchhändler. Vor wenigen Minuten haben wir aus offizieller Quelle erfahren, dass ein Beamter gestern Abend in der Hitze des Gefechts seine Dienstwaffe verloren hat. Diese Waffe wurde bisher noch nicht wiedergefunden. Wir haben Bewohner des Viertels befragt, was sie von der Tatsache halten, dass sich in dieser Krisensituation die Waffe in ihrem Viertel befindet. Verdammt, was für eine Scheiße. Haben sie deine Boxhalle angezündet? Ich hab dieses Viertel satt. Ich hab sowas von satt. Ich werde mit Sicherheit irgendwo mal abhauen. Früher war es ja nicht so. Ich bin sicher, Vince war bei den Kerlen dabei, die die Halle angezündet haben. Der dreht total durch, genau wie Max. Ich muss abhauen, Mama. Ich muss einfach von hier abhauen. Aber klar. Und wenn du an einem Markt vorbeikommst, bringst du mir einen Salat mit. Das geht auf gar keinen Fall. Meine Großmutter kommt jeden Tag her und kauft alles bei Ihnen, was sie braucht. Da können Sie mir doch verdammt nochmal zwei Frauen erlassen, Ihre oder was? Ihre Großmutter, das ist die eine Sache. Sie, das ist die andere Scheiße, Sache. Scheiße, das ist ja wirklich vertrauen. Ist ja wirklich nett. Hey, das ist ja alles scheiß teuer. Ihr könnt mir das sagen. Ein Franc, ist das okay? Ein Franc, ist das okay? Nein, ein Franc ist nicht okay. Mein Gott, wie lange soll das Ganze was? Denn? Was? Geben Sie mir lieber einen Franc, anstatt was hier wie in Jurassic Sie? Park rumzugrunzen. Ja, ja, ist ja gut, ja. Was? Was haben Sie gesagt? Was ist jetzt? Haben Sie sich entschieden? Gesagt, junger Mann. Das hab ich gesehen. Was hast du gesehen? Was okay, geben Sie mir die Roten. Die Roten sind billiger. Scheiße. Und meine Großmutter wird mich anmachen, weil sie die Roten nicht mag. Pass auf. Alter Blödmann. Ich kenne dich, du. Na los, schieß ihm doch eine Kugel in den Hintern. Dann gibt er dir vielleicht die Paprikaschoten, die deine Großmutter will. Thank you.
Laut. Voll hart. Volle Kanone, hammerhart. Ey, Said, 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 Said. Ja, ruhig. Guck mal, die Kuh da vorne. Guck mal, da ist eine Kuh da vorne. Echt? Mann, hör darauf mit deiner Kuh. Aber da war eine Kuh. Los, komm, wir gehen. Ich bin ganz sicher, da war... Bei meiner, los, komm, ich hab die Kuh gesehen, sie war da, verdammt nochmal. Ich hab sie Kuh, gesehen, Alter. Beim Leben meiner Mutter. Ich hab da vorne eine Kuh gesehen, sie war da. Ey, du musst mir glauben, da war gerade eine Kuh. Hör auf zu spinnen. Canardo, Senor Canardo. Ich werde euch umlegen. Alle. Dich, ihn, sie. Mann, okay, Oma, sie sind rot. Jetzt haben wir es ja alle begriffen. Also, weißt du was? Diese Sache mit der Kuh, das ist echt abgefahren. Das hat was zu bedeuten, sagt er. Hey, Vince, schneid bloß nicht daneben. Ja, ja. Schneid nicht daneben. Beim Leben meiner Mutter. Ich will heute Nacht noch nicht nass. Versau das nicht. Bloß keine Panik. Ich heiße nicht Bocuse. Ich werde mein Bestes Bocuse? Geben. Ja, also pack deinen Arsch dahin. Das Teil ist ganz schön heiß, Vince. Was? Meine Bullenwumme ist ganz schön heiß. Ja, ich weiß, du wiederholst hey, dich. Hör doch auf, ja, so rumzuwackeln, sei so wird Vorsicht. Das nichts. Ganz ruhig oder ich schieße. Wackel nicht dauernd. Willst du wirklich einen Bullen umlegen, wenn Abdel stirbt? Willst du vielleicht der nächste Araber sein, den sie zusammenschlagen? Nein. Na bitte, ich habe nämlich auch keinen Bock drauf. Also du willst nicht der nächste Araber sein, den sie zusammenschlagen, genau, oder? Genau, für die sind wir doch alle gleich. Die halten uns für Witzfiguren. Und auf eins kannst du dich mit Sicherheit verlassen, Said. Ich mach keine Witze. Hey, langsam, Vorsicht, Vorsicht. Das wird schon keine Frage. Vorsicht, sollten die überhaupt so eine Waffe tragen? Pass auf, pass auf. Mensch, pass auf, was machst du da? Nichts, ich schwöre beim Leben meiner Mutter, das ist in Ordnung, so hey, dass was, ich gut aus. Hey, was beim Leben deiner Mutter? Was schwörst du überhaupt? Ich was schwörst du denn? Ich hab nur gesagt, dass so alles in Ordnung ist. Weiter warum ist es da kalt? Was macht das schon? Ist doch egal, da ist es eben ein bisschen kalt, nicht da rede mehr. Ist es am Kopf kalt? Das bisschen, das geht was schon. Doch? Hör zu, hör mir zu. Ich werde das da noch ein bisschen ausgleichen und dann geht's. Du wirst schon nein, sehen. Hör sofort auf. Los, halt mir mal den Spiegel. Ich will das sehen. Mann, scheiße, du hast dem kein Vertrauen. Bitte, siehst du? Hast du gesehen? Was, hast du ich gesehen? Ich hab überhaupt nichts gesehen. Siehst du denn noch? Guck mal richtig hin, dann siehst du schon aber alles. Ich hab doch noch gar nichts gesehen. Vertrau mir doch mal, was du blöde Mistrotte. Blöde was Mistrotte? Du eigentlich? Das Loch sieht doch gut wie, aus. Was für ein Loch? Mir ist es gar kein richtiges Loch. Du hast gar nichts, sag ich dir. Du hast kein Vertrauen zu mir. Dir schneide ich jedenfalls nie mehr die Haare. Said, Said, warte auf deinen Meister. Mann, hau ab, Vince, lass mich endlich in Ruhe. Jetzt bleib doch mal stehen, ich wollte dir noch was Wichtiges sagen, du Idiot. Mann, ich sag dir, das ist in New York der neueste Schrei, das tragen die da alle so. Kannst dich drauf verlassen, du musst mir einfach nur vertrauen. New York? Ja. Von welchem New York redest du? Das soll in New York Mode sein? Willst du mich verarschen? Ich sehe ja wie ein Punk aus. Das echt so. Hör auf zu lachen. Na komm, Said, gib Küsschen. Na los, los, komm schon, Said. Los, Küsschen. Ich bin echt sauer, Mann, voll sauer. Verstehst du keinen Spaß? Said, du bist nachtragend wie ein altes Waschweib. Said. Na, mein Großer, ist dein Herrchen immer noch so blöd? Bock, bock, bock. Ja, alles klar, mach's ja, gut. Ja, alles klar. Hey, da vorne ist deine Schwester. Sag mal, was machst du denn hier? Na, und du? Was machst du mit deinen Freundinnen hier? Hä? Ich hab dich was gefragt. Was hängst du hier mit deinen Freundinnen rum, anstatt in die Schule zu gehen? Na, was ist? Was steht ihr da noch rum? Haut ab, verzieht euch, ihr Kühe. Verzieht euch, verzieht euch. Los, verzieht euch, haut endlich ab. Du bist ja immer noch da. Was willst du von mir? Verschwinden. Ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Wie redest du eigentlich mit meinen Freunden? Vielleicht ein kleiner Macho. Ich bin doch so, wie ich will. Lass dich aber nicht mal sein. Salü, wie läuft's? Alles klar, Vince? Ja. Willst du mal ziehen? Ja, na klar. Und, wie ist es? Kommt ihr heute Abend? Wohin? Wir fahren nach Paris zu Jasons Bruder, der hat heute einen Kampf. Und was soll der Spaß kosten? Ach, das ist sowieso gratis. Oh, ist ja auch gefahren. Boah, guck dir an, was der da treibt. Echt Wahnsinn, wie der loslegt. Traditionen gehen verloren, verdammter Mist. Pass auf, jetzt mach das wieder. Okay, pass auf, Achtung. We'll be right back.
Lass mich für meinen Bruder Abdel, du Arschloch!